Hallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Es ist Sonntag und Maximus steht irgendwo auf einer Raststätte auf der A2 kurz vor Magdeburg. Und wir dürfen gleich losfahren mit unserem neuen LKW. Wir haben den Mercedes Actros MP4 wieder am Start. Lange nicht mehr gesehen und ja, ich würde mal sagen, wir gehen langsam zu unserem LKW. Neuen Auflieger. Schmitz Cargo Bull am Start und ja, werden wir heute mal schön gemütlich ein paar Mandarinen oder Apfelsinen durch die Gegend fahren. Lass uns einfach mal diesen LKW angucken. Er raucht, er freut sich schon, die Vorfreude sieht man. Wie bei einem Hund, wenn er mit dem Schwanz wackelt. Ja, das geht dem Maximus auch manchmal so. So, ja, ich dachte mir, ich werde mal den LKW auch mal ein wenig schlicht und einfach Farbe ans Fahrwerk machen, ne? Würde ich schon sagen. Hier schön mit den Streifen. Sieht nicht schlecht aus. Was mich aber immer wieder stört, ist, es sieht immer aus, wie wenn die Wasserwaage rangehalten haben. Na gut. Dann sieht es aber trotzdem aus, im Fahrerhaus, als wenn es immer so hinten wegkippt. Okay. Gut. LKW sollte top sein. Neuer LKW, neuer Auflieger. Da brauche ich irgendwie gar keine richtigen TD vor und während der Benutzung machen, ne? Eigentlich müsste alles top sein. Oh, gut, alles klar. Dann lass uns mal reingehen. Wir müssen Richtung Osnabrück fahren. Oh, schöner LKW, oder? Sieht das nicht herrlich aus? Da kann man schon mal machen, ne? Ah, auf der A2 fühlt er sich wohl. 510 PS. Neues Interieur. Oh. Noch nicht 100% die angepasst in der 1.40, aber egal. Aber die alte ist wieder da. Genau. Wer fühlt die alte genauso wie ich? Der kann gerne ein Abo da lassen. Ja, wenn die nicht mehr ganz so stimmig ist, dann habe ich hier meine Hefte am Start. Katzenpaule und ein bisschen was Süßes. Ja, gut. Dann würde ich einfach mal den Motor anmachen. Ja. Und dann würden wir gemütlich erstmal losfahren. Ah. Kommt jetzt nichts, ne? Mal den ersten Gang rein und dann kommt nichts. Machen wir langsam mal los. Vom Parkplatz. Schon sagen, will er nicht schalten oder was? Ach. Eieieiei. Hey, falsche Getriebe drin, oder was? Ah, haben sie mir das falsche Getriebe reingebaut, die Jungs von Mercedes. So, erstmal Richtung Magdeburg. Werden wir fahren? Ja, so ein kleiner Einspieler. Ich muss das alles noch ein bisschen üben. Diesen Roleplay-Effekt. Kann ich nicht. Ist vielleicht auch nicht meine Art. Oder ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, ihr das so fandet. Irgendwie hat der LKW hier so eine leichten Probleme. Egal. Aber ich fühle mich auf jeden Fall wieder wohl hier auf der A2. Er kommt nicht ganz so aus Knusper, ne? Der Mercedes. Aber er sieht auf jeden Fall toll aus. Kann man ja schon mal sagen, ne? Oder ich habe 20 Tonnen Orangen. Doch, nach Osnabrück. Okay. Dann fahren wir nochmal 20 Tonnen Orangen. Weiß halt nicht, ob unterwegs irgendwas los sein wird. Ich habe den Staubmod oder den Mod für die ganzen, sag schon, Autobahnbaustellen hier erstmal deaktiviert. Und warte, bis die nächste Version ist. Und dann kann man das immer mal wieder rein, raus. Und dann läuft der Lachs. Wie gewohnt, ich nehme dieses Video hier am 4. März auf. Und könnt es schön gemütlich am Sonntag angucken. Wer weiß, was ich jetzt den Sonntag heute noch alles so zeigen werde. Was für ein Spiel. Müssen wir mal gucken, sind wir mal ein bisschen flexibel und warten einfach mal ab. Vielleicht
irgendein Simulationsspiel. Vielleicht werde ich einfach mal wieder fliegen oder so. Kann man ja durchaus mal machen. Oh, aber. Jetzt wollen wir mal schauen. Wir haben 263 Kilometer. Also es wird eine ganz normale Standardfolge werden. Ich werde ja nicht immer einen Sonntag Premiere machen. Auf einen Samstag. Immer ein bisschen unterschiedlich. Aber hier ganz gemütlich langcruisen. Auf der A2. Damals mal meine Heimstrecke gewesen. Also ich habe wirklich jeden Sonntag und jeden Freitag unterwegs gewesen. Und muss aber auch sagen, dass ich froh bin, diese Autobahn nicht mehr fahren zu müssen. Uiuiui. Ah. Oh, schon fahren. Dürfen wir mit 80 lang fahren? Ah, doch, hier, guck mal, hier, diese. Ach, gehen immer noch. Aha. Ach, das habt ihr deaktiviert, oder ist das da hier von SCS? Ich weiß es schon nicht mehr. Aber irgendwie habe ich die Vermutung, dass der LKW hier ein bisschen nicht ganz so den Zunder hat. Kann sein, dass ich das falsche Getriebe reingemacht habe. Aber 510 PS, eigentlich Mercedes, ist doch ganz tippitoppi. Würde alles gar kein Ding sein. Naja. Und wer das noch nicht gemacht hat, ne, der kann gerne ein Abo da lassen. Ja, könnt ihr machen. So schneller bin ich mehr live. Ah, Raststätte Marienborn. Oh ja, damals der Grenzübergang. Die Transitstrecke. Zwischen Ost und West sind viele Güter hier transportiert worden, um dann quasi ja, die DDR hat ihr Zeug rübergebracht, die Wiesen zu bekommen, also Westgeld, wo sie dann auf dem internationalen Markt auch ein bisschen ja, anderes Material oder Technik einkaufen konnten mit ihrer DDR-Markt, wollte ja keiner haben. Und wir haben quasi die MZ in, was war das, Neckermann-Katalog verkauft, ne? Oder RFT-Monitor oder Fernseher. Ja, ja, das war die Zeit. New Follower! Ja, das ist es. Wenn ihr im Video ein Abo da lasst, dann hört sich auf jeden Fall so an. Ja, ja, das ist irgendwie noch ziemlich verbuggt irgendwie. Kommt da mal was, kommt da mal nichts. Es ist einfach nur. Der Felix war das auf jeden Fall jetzt. Ja, grüß dich, Felix. Guter Mann. Er hat sich auf jeden Fall für die richtige Seite der Macht entschieden. Möge die Macht mit euch sein. Ja, ich habe zwar keine Ahnung um Star Wars. Und ich weiß, wenn ich da mal zu diesem Obi-Wan Kenobi oder wie die halt heißen da, der Grünling da, der kleine Grüne, irgendeiner heißt Chewbacca. Und dann ist noch hier dieser große Affe da, ne? Dieser, der mal macht, was ist ich denn? Keine Ahnung. Vergesse ich mal wieder. Aber ich habe Star Wars Battlefront 2 eigentlich gerne gespielt. Das hat mir eigentlich Spaß gemacht. Aber okay. Wenn dann mal wieder ein neuer Teil kommt, dann bin ich auf jeden Fall auch am Start. Aber dieses Jahr erstmal Battlefield 6. Ich freue mich. Ich habe tierisch Bock auf Battlefield 6. Mega. Boah, hier ist doch, ey, sieht da doch schön ja aus auf der Autobahn. Herrlich. Ah, mei wohl. Ui! War sehr erschrocken, war. Ah. Dann könnten wir ja durchaus auch mal einparken, war? Hier, Mercedes gegen Mercedes. Dann könnten wir durch. Ja, genau. Ich denke mal mit den Schmitz. Eigentlich der Auflieger fehlt noch im Spiel, ne? Von Schmitz Cargo Bull. Der fehlt noch. Wir haben jetzt noch über 150 Kilometer. Ja, doch. Wollen wir doch mal einpacken. Er sagt uns, oh, kurz vor 8. 9. 19 Uhr. 18:45 sollen wir da sein? Na, okay. Schauen wir mal.
ob wir es schaffen. Kann ja durchaus sein, dass hier eine Straße wieder gesperrt ist oder wir müssen noch mehr Umweg fahren. Naja, man weiß es ja nicht. Manchmal ist der Wurm halt drin, ne? So, wartet mal. Müssen wir hier schon ab? Nee. Wir müssen noch weiter. Ich fahre auch lieber gemütlich 80, um nicht immer bei den anderen Autos aufzuschließen. Wieso haben die eigentlich Bielefeld durchgestrichen? Das ist hier, hat das was mit dem Meme zu tun? Bielefeld gibt's nicht. Weiß nicht, warum die irgendwie... Ich verstehe manchmal nicht... Das ist schon alt. War das Bielefeld? Ja, ne? Ich verstehe manchmal nicht, dass irgendein Trottel sagt irgendwas und alle müssen es dann nachmachen. Ich verstehe es auch nicht mit diesen Pokémon-Karten. Oder Pokémon-Karten. Ich verstehe es nicht. Jeder reißt so eine Karte auf. Wisst ihr, ja klar, Nostalgie und Schulhof, ja, wir haben damals mit Autokarten, Autoquartett, kennt ihr das? Wo ihr dann eure Autos und dann gab es halt, ja, der eine hatte den BMW, der eine hatte hier den Rennwagen, der eine hatte das und Maximus hat den alten klapprigen Golf gehabt und hat immer verloren, war die Niete quasi im Spiel. Ja, aber den konnte ich mir leisten und die anderen konnten sich kein Ferrari leisten. Ach, hör auf. Ja, nee. Und dann hat man... Dann spielen die da immer dieses komische... Diese komische Spiel da. Und dann reisen sie auf und sind sowas von überhyped, so übertrieben. Und das gucken sich Leute an. Ich weiß es nicht. Ich kann das einfach nicht verstehen. Ich glaube, ich bin zu alt für sowas. Ja. Pass auf, ich werd mir so ein Autoquartett kaufen und dann machen wir genau was, genau sowas werden wir machen. Wir werden mal einen Livestream, wenn wir dann fertig sind, werden wir Auto, ich muss mal gucken, ob es sowas gibt. Gutes Ding. Ich werde mal schauen, ob es ein Autoquartett gibt, dann schaue ich nach ein. Dann nehme ich hier meine zweite Kamera, stelle die so hin und dann sage ich, jetzt machen wir Autoquartett. Livestream. Au, oh, das wird gut. hör auf, ey. Mal gucken, ob es so Amazon sowas gibt. Vielleicht mit LKWs. Oh, yes, baby. Genau das werden wir machen. Oh, ey, ich bin aber auch ein richtiger Held. Also, ich habe eine Idee. So, warte mal jetzt. Was ist denn hier los jetzt hier? Wir ein bisschen abbremsen hier. Mit unser... Wird langsam dunkel hier. Oh, ist einfach schön, wie die... Also es wirkt auf jeden Fall authentischer, wenn jetzt der Schatten immer so kommt, ne? Aber wir brauchen gar nicht mehr. Wir gucken mal. Und wenn ihr dieses Video seht und der Maximus es vergessen hat, das kann ja durchaus sein, dass ich dann schon ein paar Sachen bestellt habe und dass wir es dann am 17. schon machen, am Livestream-Tag. Und wenn ich es noch nicht gemacht habe, dann müsst ihr mich auf jeden Fall... Hast du es schon bestellt? Ah, das ist wohl... Genau. Dann müsst ihr mich auf jeden Fall mal informieren. Einfach mal so... Ey, das ist einfach nur ein Joke. Ja, das ist einfach nur Blödsinn. Ja, weil... Die Großen da mit ihren Pokémon-Karten... Ja, ich bin halt älter, ne? Wir haben mit Autoquartett gespielt. Ach, nee. Ich war Edeltraut. Ui! Das könnten wir ja mal... Genau, wenn wir dann dieses Kartenspiel haben, dann können wir das ja auch im Livestream mal machen. Dann sitzen wir hier schön
wenn die Jungs wieder vorbeikommen, und dann machen wir wieder einen Livestream und dann lassen wir einfach hier dieses Autoquartett mal laufen. Ah, das wird doch lustig. Gucken wir. Da machen wir auf definitiv mal was. Ah. So, wir haben jetzt noch 29 Kilometer. Ja, dann könnten wir durchaus nochmal einparken. Ne? Also das machen wir nochmal. Ne? Einparken. Jo, ihr wisst Bescheid. Ich mache hier auch nur 70 auf der Landstraße. Weil ich will hier nicht übertreiben. Aber man merkt schon, das ist die 510 PS, da hat er ein bisschen zu tun. Da hat er was zu tun. Auf was man auch manchmal so kommt bei so einem... Oh, da wollte mich jemand überholen. Was man dann so kommt, wenn man hier so eine einfache Tour hat, ne? Warum bauen sie hier nicht noch ein paar Dörfer hin, ne? Ja. Oh, was ist denn da passiert? Naja, ich muss lieber nach vorne gucken. Es hält sich hier eins Apfelsinen wieder durcheinander. Alter, die Heidfee. Oh, jetzt sind wir in Osnabrück. Geben wir unsere Fracht ab. Jetzt werden wir einfach mal schauen. 35,7 Liter. Ich bin eigentlich ziemlich scheiße gefahren, aber trotzdem hat der das gut absolviert. Ja. So. Oh, schön. Ach, das ist hier vorne. Oh, das wäre so eine doofe Haltestelle. Ah, ich mag die nicht. Veneto. Soll das heißen? Metro. Wer ist denn das Metro hier? Hat doch gar keinen Kartenmod drin. Ist das hier irgendwie ein Mod irgendwie? Der das mitändert hier? Okay, ja. Jetzt muss ich überfragen. Ach, guck, hier vorne ist die Haltestelle. Na, ist das super. Machen schon mal das Fenster runter. Naja, wir haben es verstanden. Ich wüsste jetzt nicht, in welchem Bereich ich jetzt hier eigentlich rumlenken sollte. Mach es einfach mal jetzt so hier. Ob das jetzt richtig ist. Ja, nicht so wirklich, ne? Wir hätten anders fahren müssen. Aber die Achse ist hier ziemlich weit hinten, ne? Oder kommt mir das nur so vor? Ja, zurücklenken. Nochmal ein bisschen. Und jetzt gerade. Naja. Langsamer und wieder zurück. Oh ja. Schmeißt mir sie komische Schatten, ne? Ja, sind die Reifen. Also, kleine Stücke. Boah, würde ich sagen, sieht doch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Feststellbremse rein. Scheibe hoch. Ja. Würde ich sagen, Motor aus. Und Abgabe. Sehr schön. Ja, jetzt mal die Frage an euch. Wie würdet ihr das finden, wenn Maximus so ein Autoquartett oder ja, so eine Art so, man macht denn so ein Livestream? Ich habe ja noch eine Kamera, dann kann man doch das einfach mal so drauf und dann machen wir mal eben so auf richtig übertrieben. Ja, okay. Schreibt es mal rein.
Einfach mal aufs Gaudi, das geht höchstens 5 Minuten. Ja, wir werden erst eine ganz normale Tour machen und danach kommen wir dann zum Autoquartett und mal auf einen entspannten Dienstag. Oder der beste LKW gewinnt. Und ich sage, wow, ich habe hier diese Karte. Oder gibt es irgendwas anderes? Andere Karten, Sammelkarten? Ja, das ist doch völlig Bockwurst. Ja, egal, das ist nur Gaudi. Also mit den Worten macht der Maximus Wisch und sagt, haut rein, mach's gut, bye bye.